Ja, wir schreiben den 2. Oktober 2011, während hier der Schlägertest läuft mit Alois. Hat hier das Haus voll, alle trainieren hart. Jetzt gucken wir mal, was so die richtigen Herren 40 TCK machen, wenn der Alois hier hart trainiert bei Hitze. Wir haben 30 Grad, Alois, oder? Mindestens. Auf dem Platz hier? Gefühlte 40, würde ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, was die richtigen Herren 40 machen. Also der Alex ist auch fleißig am Trainieren, wie sich das gehört. Aber jetzt gucken wir mal, was unsere absoluten Granaten machen hier. Nummer 1, Herren 40, Nummer 1 Junioren, Nummer 2 Herrenmannschaft, die sind auch knallhart am Trainieren und zwar hier. Das sind die absoluten, guckt euch das mal an, das ist ja unglaublich hier. Ne? Die machen mentales Training, sie visualisieren, sie gehen gerade ihr nächstes Spiel durch. Hier, live im TCK. Visualisierung nennt sich das. Ne? Ja. Ne? Mich hat gerade seinen dritten Matchball verwandelt, sehr gut. Anton, morgen. Halbfinale, ne? Bergheim. Ja, mit dem Leander. Spielst du gegen Leander? Nein, der ist leider im anderen Halbfinale. Wir sehen uns dann im Finale wieder, ich und der Leander. Ja, dann finde ich, würde ich ja nicht leider sagen, finde ich ja eigentlich ganz gut. So aus Sicht des TCK ist das ja perfekt. Ne? Eiskalt. Ja, der wird schon, ne? Anton ist mein Vater, Anton. Ja, Tommy konnte leider beim Schwarz-Weiß nicht wieder seinen Titel verteidigen. Der weint jetzt noch ein bisschen in seinem T-Shirt, das ist okay. Na, Tobi, alles gut bei dir? Ja, alles. Hast du denn deinen Sieg von letzte Woche gefeiert? Ja, ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch hier. Danke. Offiziell im Namen des Facebook TCK Forums. Na, das ist der neue Mental Coach. Ja, sie führen gerade diese Übung durch, ne? Dieses Visualisieren. Machen die das denn alle ordentlich? Super, Mann. Ja? Bin sehr zufrieden. Ja, also das heißt, wir werden noch einige Turniersiege sehen, ja? Ganz bestimmt. Ja, alles klar. Dann herzlichen Dank an der Stelle und nehmt dieses Bild noch einmal mit. Die kommen gleich. Die Masseusen. Die Frühsösen oder die? Du brauchst erstmal die Frühsöse oder kriegst du die Masseuse? Hauptsache endet auf Öse. Öse, oh, jetzt schalte ich lieber ab. So, wir sehen uns wieder.